Der ist total morsch, der ist total Schrott. Kacke ballern! Danke fürs Bier, hat gut geschmeckt. Ja, hier steht der Bau in seiner Pracht. Sonntag, 26. Mai. Und Esel mal eben wieder auf die ergiebigere Weide rübergelassen. Die komme ich da rausgebracht. Und jetzt will ich noch mal eben kurz mit euch hier zu den Kartoffeln. Du kannst da wirklich zugucken. Ich glaube, im letzten Video hatte ich da auch kurz die Kamera aufgehalten. Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht genau. Wir hatten letzte Nacht oder gestern Abend noch mal so 8 Liter Regen. Hier, ich glaube, da hinten, da war es tatsächlich noch ein bisschen mehr. Das war so krass dunkel. Und jetzt dauert das auch nicht mehr lang, dann sind die Reihen geschlossen. Also hier im Vorgewinde nicht, aber im Schlag hier. Das waren ja die allerersten Kartoffeln. Hier haben wir, war ja der Ersteinsatz der Prios Pflanzmaschine. Ja, das Wasser hilft jetzt. Das hilft ungemein. Ist jetzt aber natürlich auch die Feuchtigkeit im Kraut und die Wärme jetzt. Das ist jetzt ein super Klima für Pilz, ne? Kraut- und Stängelfäule. Mal gucken, wir haben hier gestern eine Fungizidmaßnahme noch aufbekommen auf die ersten Kartoffeln hier. Wobei man sagen muss, dass die Fontane, die da, ja, wo die Känguruweide aufhört, die da anfangen, richtig stark nachgeholt haben. Also da kannst du jetzt überall zugucken, wie das nach vorne geht. Ja, und es ist noch echt laut Wetterbericht die ganze Woche immer wieder ein bisschen Regen angesagt, sodass wir höchstwahrscheinlich die Beregnung noch eine Zeit zu Hause lassen können, wo ich jetzt auch nicht wirklich was gegen habe. Das wäre schon schön. Wir können da entweder nachher, wenn wir es noch schaffen, wir wollen gleich mit den Kids noch mal einen kleinen Ausflug machen und ansonsten morgen da auch noch mal immer hingucken, dass man mal den Unterschied sieht. So. Aber jetzt schnelles Frühstück und dann geht's mit den Kindern in den Wildpark. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nicht genug Tiere, aber nein. Da sind die immer ganz gerne, also fahren wir da mal hin. Jo, unser Dschungel hat sich natürlich auch gefreut über den ganzen Regen. Der Walnussbaum ist jetzt auch voll im Saft hier. Laut Kommentare fehlt uns aber noch ein Bananenbaum, also könnt ihr uns gerne einen schicken. Da finden wir auch noch ein Plätzchen für. Und wenn man das so sieht hier, ist alles zugewuchert jetzt wieder. Alles super im Saft, also das ist schon nice. Kommst du kaum noch durch hier. Das ist schon echt geil. Guckt euch das an hier. Voll explodiert alles hier. Gut, Rasen mähen mal wieder irgendwann, aber Druffgeschisse. Hier, das ist echt piekfein. Bambus geht auch ab wie Zäpfchen hier. Krass. Sehr schön. Na, Kollegen. Läuft bei euch, wenn Kinder kommen, da gibt es immer Mais. Aha. Guck mal, die gluckt hier in den Futtertrog. Moin. Ach, da sind auch noch welche. Moin. Aber der genießt oder der. Nee.
spielen nicht. Rot? Panne, oder? Gib mal her, soll ich das nehmen? Und euch geben? Guck mal. So. Mama, guck mal. Ja, könnte passieren, dass wir die beiden Maschinen da diese Woche auch noch nicht brauchen. Ich gehe da ganz stark von aus. Moin Lumpi. Moin, Montag, 27. Mai. Wir haben die letzte Woche Einberegnungsgang Regen gehabt. Und für diese Woche steht im Moment zumindest auch noch Regen im Wetterbericht drin. Auch in jeder App. Die Mengen variieren und die Zeiten variieren, aber es soll noch Regen geben. Heute Nachmittag eventuell ein bisschen und morgen dann wieder ein bisschen mehr. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Luft, bevor wir mit dem Regen anfangen müssen, so wie es aussieht. Was ja ganz nett ist, ne? So, gleich geht's weiter. Jo, Abbruch geht weiter. Bevor ich jetzt hier Musik anmache, noch mal einmal kurz den Stand der Dinge zeigen. Da steht der Jens rum. Jens ist gerade dabei, die Dachlatten alle abzubauen hier von dem Unterstand. Fast fertig, ne? Ja. Und ich haue bei den besseren Latten haue ich noch die Nägel raus. Legen wir uns, da stehen ein paar, die legen wir uns noch weg und was Schrott ist, kommt in Schrott. Haben wir aber noch ein bisschen Material wieder für, keine Ahnung, einen Stall oder so. Erstmal weglegen und dann gucken, was wir mit. Genau. Alte Thema, nicht verschwenden, wiederverwenden. So machen wir das. So, jetzt machen wir uns aber Lala an. Dann geht die Arbeit ein bisschen schneller. Oh, schade. Geht an der falschen Seite kaputt. Ha! Das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ronja, hau ab da! Geh weg! Ist sie weg? Ja. Scheiße. Ach nee. So funktioniert das nicht. Oh, haben wir hier Verkehr auf der Straße? Ja, prima! Na toll! Mann. Nicht mal Abrisskanner. Na gut, dann weiter. An den nächsten Einhänger. Ja, an den nächsten. Hui! Nehmen wir euch mal mit.
Ich muss gerade den Stapler hier wegnehmen. Juhu! Meine Güte! Ist aber widerspenstig! Ja. Junge! Also da, heb den da doch noch mal einmal an, dann müsste der eigentlich da... der ist ja schon ab, das ist nur, dass er wegfällt. Geh doch! Junge. Aber Leute, ich sage euch was. Pass mal auf. Denkst du, ziehst den Pfosten weg und dann kommt das runter? Nix da. Der ist total morsch. Der ist total Schrott. Dass das überhaupt noch gehalten hat. Guckt euch das mal an hier. Junge. Noch mal umdrehen, ne? Drei haben wir noch. Läuft. Noch zwei. Zieh, Bulle, zieh! Das ist wie Gassi gehen hier. Ja, machen wir da einmal rum. Aber wenn es knackt, auch weg. Ja.
vor ein Stück zurück. Ja, ich sehe, das ist da was vor dem Reifen. Nein, alles gut. Jo. So, ein Balken schwebt da noch, ne? So. Wunderbar. So, und jetzt nochmal zum Abschluss komplett über den Hof da hinten. Ja, jetzt können wir die alle eben, das geht ja auch mit dem Stapler hin, ja, reinhängen und alle von abziehen, dass sie oben ab sind. Ja. So, das machen wir mal. Diese Kette, nehmen wir diese Kette und dann hole ich den Stapler her. Genau.
Ja.
Sorry. Dienstag, 28. Mai. Wir haben hier einen Jens im Busch. Hallo. Ja, Tiefbauer hat angefangen. Alten Weg rausreißen hier, damit mal alles neu kommt. Erstmal diesen Abschnitt machen, damit wir hier wieder fahren können. Und dann im zweiten Schritt den Abschnitt bis zur Straße. Und da müssen wir dann auch noch ein bisschen mehr reißen. Ne? Gut. So. Ja, der kommt dann wahrscheinlich auch noch erstmal wieder raus. Ne? Ja. Und dann müssen wir dran denken, dass wir da dann Leerrohr mit reinziehen. Ja, das weiß ich. Ja, läuft sich alles zurecht hier. Ja. Jo. Ich habe noch ein bisschen Leergut reingeschmissen, ein Getränke holen. Heute Abend noch eine kurze kleine Versammlung. Jens hatte vorhin noch die Akkuliner von der Werkstatt abgeholt, TÜV neu, die alten, der alte Akkulinerzug, TÜV ist frisch, keine Mängel, sehr schön. Und ich habe es eben noch mit der Versicherung umgesessen, noch mal einmal die ganzen Unterlagen durchgeguckt, hat man neulich schon mal einen Teil gemacht, was brauchen wir noch, kann was weg, was brauchen wir neu und so weiter und so weiter. Jo, das Thema ist auch durch. Da habe ich eben noch ein paar Pakete fertig gemacht. Ein paar sind noch offen, der Rest geht morgen dann mit.
Jetzt ist es nämlich auch schon kurz vor 11. Ina ist beim Eismachen. Sind relativ gut ausverkauft. Also es ist noch ein bisschen was im Automaten, aber auch nicht mehr alle Sorten. Und Ina macht jetzt heute und morgen, eventuell übermorgen auch noch neues Eis. Das muss dann erstmal richtig runtergefrostet sein. Das heißt, die Sorten, die sie heute macht, können dann morgen in Automaten und so weiter. Sodass wir dann zum Wochenende alle Sorten wieder voll im Automaten drin haben. Jo. Ansonsten hatten wir letzte Nacht gut Regen. Ich habe aber noch nicht geguckt, wie viel es war. Das ging um 11 ungefähr, halb 11, 11 oder so bummelig ging das los mit Regen. Es hat zwischendurch richtig stark geschüttet. Also das werden sicherlich ein paar Liter gewesen sein. Und jetzt sieht das hier rundherum auch immer wieder dunkel aus. Wetterbericht spricht auch noch von Regen heute und in den nächsten Tagen. Also mal sehen, was da noch so runterkommt. Solange das jetzt nicht so sinnflutmäßig gießt, ist es alles in Ordnung. Thema Krautfäulebehandlung, das hatten wir ja, hatte ich ja nur auch schon erwähnt. Also das macht das natürlich jetzt nicht unbedingt leichter, aber die Kartoffeln können auch Wasser brauchen. Also da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ne? Ein Tod musste sterben. Das ist halt so. Ja, Tiefbauer habt ihr gerade gesehen. Ist in Gang. Das wird wohl jetzt. Was ist heute? Was habe ich gesagt? Welcher Tag ist heute? Weil es ist Dienstag schon. Ne? Das wird diese Woche wohl nicht fertig werden, aber ich denke mal dann nächste Woche, dass da dann die Zuwegung fertig ist. Ja, und dann müssen wir mal gucken, dass wir hoffentlich demnächst mit einer der nächsten Baustellen schon anfangen können. Mal schauen, wir werden sehen. Jo, jetzt Getränke holen und dann, wenn dann noch Zeit ist vormittag, geht das im Büro noch einen Moment weiter. Noch ein paar Pakete machen, also später. Ja, den ersten Schwung habe ich weg. Mal gucken, ob das dann gleich nachher hier von der Durchfahrt her, mal gucken, was unser Tiefbauer sagt, der ist da noch fleißig am Buddeln. Hier aus den Steinen raus. Und hier geht es dann noch weiter, hier bis zu der Eiche so ungefähr, da muss ich noch mal ran. Wir müssen da ein bisschen ausholen können, dass wir hier mit dem LKW auch direkt vernünftig raufkommen, ja auch mit den Wagen oder wenn dann eben schweres Gerät hinten am Schlepper hängt oder so, dass man da eben auch dementsprechend vernünftig fahren kann. Die Dachrinne muss dann auch mal wieder repariert werden. Da war dann auch noch mal Löhr passiert, aber das ist halt einfach so. Das bleibt immer nicht aus, wenn hier mal gearbeitet wird. Wenn hier gearbeitet wird, dann kann das durchaus mal passieren, dass auch mal was kaputt geht. So, und ja, den ersten Schwung habe ich drauf. Habe hier die Zange für angebaut hier vorne. Ist das doch leichter abtransportieren als auf der Gabel oder Schaufel.
gesagt, hier hinten, hier an der Einfahrt, wird ja auch noch alles umgemodelt, dass wir hier auch vernünftig mit LKW reinkommen und sowas. Da hinten ist ja die Originaleinfahrt. Und das soll dann aber dann irgendwann nicht mehr für die großen Fahrzeuge sein, sondern die fahren hier alle dann hier auf dem Hof rauf. Aber dafür müssen wir hier dann eben noch alles wegmachen, dass man das Ganze hier noch mal ein bisschen weiter zum Rauffahren mehr Platz hat für den LKW. Der Gulli soll dann noch tiefer gesetzt werden und angeglichen werden, dann auch pflastern. Das ist dann auch einfacher mit der Pflege und dann soll das funktionieren. Gucken, die paar Blumen hier noch weg. Vielleicht noch mal umsetzen. Ja, mal gucken, so soll das wohl einigermaßen funktionieren. Ein bisschen ausholen dann, dass man hier an der Dachrinne vorbeikommt. Vielleicht wird das auch noch geändert. Mal gucken, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, wie das am besten funktioniert. Aber so sieht das schon gar nicht verkehrt aus. Da kommt man da auch schon mit dem LKW rum. Ah, die Eichen, die müssen stehen bleiben. Das ist auch schön, so alte Dinger hier. So. Kacke ballern! Nee, wir haben nur den Regenwasserschacht leer gemacht, weil der tiefer gesetzt wird. Nee, ist das nicht. Nur Wasser. Ich lasse den Güllewagen noch eben dran, man weiß ja nie. Können wir morgen auch noch abbauen. Jo, hier ist Feierabend für heute. Die Schnur, kann man die sehen, irgendwie mit der Sonne. Egal, da ist eine Schnur. Das wird die Kante. Dann haben wir da 4,30 Meter zwischen Stallecke, Wegbreite. Da kommen wir mit dem LKW easy dann durch. Das passt gut. Diese Holzwand nehmen wir morgen noch weg. Und da ist der Regenschacht. Also das war früher mal, als wir hier noch Silage gelagert haben, konnten wir das ja alles, die einzelnen Gullis alle umstiebern. Und da war das für die Bereiche der Siloplatte, wo offener Silo lag. Damit da kontaminiertes Wasser nicht in das Regenwasser läuft, sondern eben in diesen Schacht. Mittlerweile haben wir ja nur keine Silage mehr hier rumliegen, also ist das alles Regenwasser. Und den wollen wir ein bisschen tiefer, also den nehmen wir nicht raus, der kann da drin bleiben. Aber wir werden den tiefer setzen und die Gullis dann sowieso alle schon umgesteckt auf Regenwasser. Sollte hier irgendwann irgendwie irgendwas nochmal liegen, dann würde das dann da reinlaufen. Und das von der Mistplatte läuft nach wie vor da rein und deshalb ist der Schachter, beziehungsweise das wird dann umgebaut. Der Einlauf, der da ist, den kann man genauso umstellen. Und den hatten wir jetzt immer noch auch in den Schacht laufen lassen, weil da ja das Wasser, Regenwasser, was auf den Misthaufen raufläuft, da reinläuft. Und somit haben wir aber auch das ganze Hochwasser, was hier lang gelaufen ist, da reingelaufen. Und deshalb war da so viel Wasser drin. Das wird jetzt in dem Zuge, wo wir dabei sind, auch alles gleich noch mit umgebaut, dass dann wirklich nur noch von der kleinen Mistplatte das Wasser in den Schacht läuft. Und das ganze andere ist ja sauberes Regenwasser, kann dann in das neue Regenrückhaltebecken mit reinlaufen. So, wir machen hier jetzt auf dem Hof Feierabend. Jetzt haben wir es 5:30. Um 7 eben Versammlung. Und dann ist auch Feierabend. Ich denke mal so 8:30. Mal schauen. Jo, Güllewagen. Ach siehst du, den habe ich noch eben dran. Ach, lass ich jetzt da stehen. Dran gelassen, falls wir morgen noch einmal nachsaugen müssen. Und ansonsten kann er morgen auch wieder rüber zum Nachbarn. Jo. Also, bis morgen. Unsen. 29. Mai. Es regnet. Seit, ich weiß es nicht genau, irgendwann heute Nacht muss das angefangen haben. Laut Wetterbericht, glaube ich, 2 Uhr, 3 Uhr oder so, keine Ahnung. Aber es regnet seitdem schlank weg, runter. Ich sitze hier gerade Pampers Bomber, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Der muss zur Werkstatt ganz dringend. Also zum einen TÜV. Zum anderen einfach die Standardinspektion, die fällig ist. Und dann sagt Ina, ich fahre hier ja nie mit. Ich weiß es nicht. Ina sagt, wenn der warm ist, könnt ihr meine Kommentare raten, wie die Experten unter euch, es sind ja doch ein paar Kfzler, die hier gucken, habe ich so immer das Gefühl.
was ihr glaubt, was es ist. Ich kann euch das dann hinterher auch gerne erzählen, was die Werkstatt rausgefunden hat. Wenn er warm ist, fängt er leicht an zu quietschen. Irgendwas quietscht. Ich habe es selber noch nicht gehört. Hört sich für mich ja nach engen Riemen an. Und er fängt an zu ruckeln, sagt sie. Also das hört sich für mich nach Getriebe an. Ich will jetzt mal hoffen, dass das nicht irgendwie jetzt ein großer Schaden ist oder so, keine Ahnung. Und ich habe diese ganze Symptomatik auch noch nicht erlebt, weil, wie gesagt, ich fahre ja hier nicht mit. Bin gespannt. Mal sehen. Also ich werde die Symptome, die Ina gesagt hat, jetzt gleich so grundtun und dann soll es einfach gucken. Jo, naja, und ansonsten, wie gesagt, halt TÜV-fällig, ne? Ist noch schon ein bisschen überhin, aber da war immer, als wir angerufen hatten zum Termin machen, da waren die so voll, dass wir jetzt, wir haben den Termin Freitag und ich habe aber zu Ina gesagt, wenn das jetzt so schlimm ist, bringen wir ihn lieber heute schon hin. Entweder fangen die früher an oder die lassen ihn halt bis Freitag stehen, aber der braucht bei uns jetzt nicht rumstehen, der muss nachgeguckt werden. Wir haben ja noch den Autowagen 1.0 und 2.0, also wir kommen schon hin und her. Jens fährt mir gerade hinterher mit Autowagen 2.0, dass er mich gleich eben wieder einsammelt, wenn das Auto abgegeben ist. Ja, alles scheiße, bin ich scheiße. Alter, was ist denn hier los? Alter, versucht zu mähen. Können wir gleich auf dem Rückweg mal die Kamera raufhalten. Ja, Punkt. So, dann wollen wir mal gucken. Tiefbauer kam bis jetzt nicht, wahrscheinlich auch aufgrund des Wetters. Ich weiß nicht, ob heute was weitergeht. Keine Ahnung. So, wir sind auf dem Rückweg. Moin Jens. Ja, moin Sven. Hier kann man, das ist ja eigentlich unser Schlag, den haben Nachbarn jetzt für Mais. Und hier am Vorgewende, hier steht auch schon wieder Wasser jetzt. Ne? Man soll sich wundern, wie schnell das dann geht. Und wenn man hier die Reihen hochguckt, ja, jetzt kannst du, ja, hier ist wieder ein bisschen trockener. Aber es ist schon wieder gesättigt anscheinend. Also dafür die Kartoffeln natürlich toll. Mal abgesehen von der Krautfreude-Problematik. Hier haben wir auch Kartoffeln, da haben die Nachbarkartoffeln. Auf der Seite. Das sind nicht unsere. Die sind auch relativ zeitig reingekommen. Also wie man sieht, die sind auch schon sehr weit. Ich würde mal sagen, ja, die Reihen sind fast dicht. Reihenschluss nächste Woche. Jo, läuft sich alles zurecht. Ne? Es regnet gerade leiser, aber es regnet immer noch. So, Kartoffelexpress, einmal für den Hofladen Kartoffeln. Und dann geht's im Lager weiter. Nochmal eben die letzten drei sind es, glaube ich, offenen Online-Shop-Bestellungen packen. Und dazu möchte ich noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar ist der Shop heute gesperrt. Also vielleicht hat das der eine oder andere von euch auch gemerkt. Und der Hintergrund ist völlig bekloppt. Und zwar hatte ich, letztes Jahr haben wir ja das Shop-System gewechselt. Da hatte ich dann einen Programmierer für. Der hat ein Angebot geschrieben, wo ich gesagt habe, jo, das passt in der Welt, fertiger Shop. Bis Kunde zufrieden ist und dann erst waren dann eine Abschlagrechnung und dann eine Abschlussrechnung, habe ich auch alles bezahlt und sowas kriegt man auch nicht für 1.000 Euro, also das kostet dann schon doch ein bisschen mehr. Wir waren auch zufrieden und dann habe ich auch eine Mail bekommen, dass das Theme nicht lizenziert mehr ist und dass die meinen Shop sperren würden. Da habe ich den Programmierer angeschrieben, ich sage, was ist hier los? Ja, das wäre ja nicht so schlimm, ich müsste nur die Lizenz kaufen für dieses Theme und dann wäre alles in Ordnung. Ich sage, ich muss die kaufen, dieses Theme sollte $350 kosten und ich habe den teuren Shop ja schon bezahlt. Da war ich ehrlich gesagt extrem, Moment. Piep, piep, piep. So. Da war ich ehrlich gesagt extrem angepisst, richtig angepisst. Und da habe ich gesagt, du, das ist eigentlich ganz einfach. Weil er meinte, ja, ich muss das kaufen und dann ist alles gut. Da war ich aber natürlich nicht bereit zu, weil ich habe ja schon wirklich nicht wenig Geld für diesen ganzen Shop bezahlt. Long story short, ich habe gesagt, du, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bringst du das in Ordnung und dann ist gut. Oder ich kaufe die Lizenz und dann gebe ich das an den Rechtsschutz ab, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe auch keine Lust, mich darüber zu ärgern. Dann geht es halt an den Anwalt. Und dann wollte er das erst umbauen. Ich sag, du, die wollen morgen, das war vorgestern, die wollen morgen den Shop sperren, wenn das sich nicht ändert. Ja, dann sollte ich doch das Theme kaufen und ihm das in Rechnung stellen. Gut, alles klar. Dann wurde das gestern Abend irgendwann gekauft, gestern spät Nachmittag und heute Morgen ist der Shop gesperrt.
Also jetzt muss ich da noch hinterher rennen, dass sie das schnallen, dass das jetzt bezahlt ist. Und das ist ja auch nun nicht meine Schuld und auch nicht, ich meine, da kann der Betreiber, der Hoster ja nichts dafür. Aber es nervt trotzdem sowas von ultra. Also das zur Erklärung, es liegt nicht an uns. Also ich bin bemüht, das jetzt wieder in Gang zu kriegen. Ich hoffe, dass es heute im Laufe des Tages, spätestens morgen auch wieder geht. Aber ey, ich habe so eine Krawatte, ne? Einmal mit Profis arbeiten, echt. Ich meine, da hätte man ja auch vorher sagen können, ne? Das wäre auch noch eine andere Nummer gewesen, wenn ich es gewusst hätte. Aber so, das ist so beschissen, wie es nur sein kann. Sowas nervt. So, genug geärgert. Kartoffeln in den Laden. So, 19. Da waren aber noch von gestern 11 drin. Jo, passt. Aha. Moinsen. Donnerstag, 30. Mai. Der vorletzte Maitag. Übermorgen ist Juni, Leute. Wenn ihr dieses Video seht, ist ja schon Juni. Das ist unnormal, wie die Zeit rennt. Das ist echt nicht. Man muss ja schon langsam an die Ernte denken. Aber wo Ernte? Die Kartoffeln teilweise so klöderig. Also spätestens im nächsten Video hoffe ich, dass wir das mal schaffen, dass wir eine kleine AKF machen und ich euch das mal zeigen kann. Ich habe da echt Pipi in den Augen bei manchen Schlägen. Das ist nicht schön. Naja, egal. Anderes Thema. Ich hatte gestern ja kurz erwähnt, dass der Shop gesperrt war. Gestern Abend ist er dann final wieder freigeschaltet worden, Gott sei Dank. Das hat alles hingehauen. Ja, jetzt muss ich, ach siehste, die Rechnung. Ich hatte dann Rechnung geschrieben und dann ja andere Rechnungsanschrift und dann ist die Firma einmal auf Zypern ansässig. Also ja, also nach wie vor kann man Wetten abschließen. Ob das Geld wohl kommt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber die Rechnung muss ich gleich nochmal neu machen. So, das dazu. Achso, eins noch, damit das nicht falsch rüberkommt. Also vom Grundsatz von der Arbeit her war ich da immer sehr mehr zufrieden mit dem Programmierer. Also der hat das alles gut gemacht. Ne? Nur das hat halt jetzt echt so ein bisschen die eigentlich wirklich gute Meinung darüber ein bisschen getrübt gerade. Wenn jetzt final das Geld dann doch wieder zurückkommt, was ich jetzt bezahlen musste, für diese Lizenz unerwartet, dann ist das Thema für mich auch gegessen, dann ist das okay, aber ist halt ein bisschen komischer. Naja, egal. So, ich werde jetzt noch mal ein paar Pakete packen. Ina kommt gleich und macht noch, ich glaube, das sind noch 3 Shirts und irgendwie 2 Hoodies zu machen. Das macht Ina gleich noch fertig. Dann geht das heute alles mit raus. Und dann haben wir um 10:30 haben wir Termin. Eine Besprechung wegen unserer Baustellen und ich hoffe, dass ich euch dann demnächst auch mal erzählen kann, worum es geht. Ich will da nur erstmal jetzt noch 1-2 Dinge abwarten und dann werdet ihr es auch gewahr werden, was wir hier so alles vorhaben. Die eine etwas kleinere Baustelle habt ihr ja schon gesehen, die sind jetzt heute auch wieder in Gang. Die Regenleitung neu zu verlegen, bevor dann das alles abgezogen werden kann und dann die Pflastersteine da wieder raufkommen. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, irgendwie Ende nächster Woche hoffe ich, dass es dann soweit ist, dass die Zuwegung da fertig ist. Gut, was wollte ich noch? Mehr fällt mir gerade nicht ein. Also bis später. So, ich habe vorne jetzt eben die alte Bank weggeholt vom Hofladen. Die ist ja nur schon ziemlich rott. Das ist ja aus Holz. Ich glaube, das war sogar ja Eiche mit Sicherheit, aber die ist dann auch mal auf irgendwann. Die steht jetzt da beim Altholz, die geht damit weg. Und da wir ja noch alte Spalten haben, habe ich gedacht, jetzt brauche ich mal auf ganz normale, einfache Weise sowas hier als Bank. Eine Spalte haben wir noch da. Dann nehme ich dann Steine hier unter der Kante und dahin auf Höhe und einfach vorne auf dem Rasen dahin, vor das Gebäude, da wo die andere Bank auch stand. Einfachste Mittel. Wir haben jetzt ja hier Menge Steine noch über. Das geht ja alles in Schrott hinten für die Auffahrt, die da gerade gemacht wird. Und das ist Gute, sie sind jetzt 10 dick und 25 mal 25. Die kommt dann auf der Ecke jeweils. Ein kleiner Turm hingestellt. Ich denke mal, das wird reichen, dass wir so auf wo wir die 50 cm Höhe kommen. Sitzhöhe. Das müsste ungefähr reichen. Ausprobieren, ne? Bisschen vernünftig hinstellen da und dann kann man sich da wieder hinsetzen und sein Eis genießen. Ist besser als mit der alten Bank, die ist ja nun mal auf, wie gesagt. Und
Beton hält ja doch ein bisschen länger. Und sauber sind sie ja auch. Also von daher, ja, mal schauen. Ne? Ich suche mal meine Sachen noch zusammen, die ich brauche dafür. Und dann geht das los. Thank you.
Freitag, 31. Mai, der letzte Tag im Mai, ne? Ich habe Ina gerade zur Werkstatt gefahren, unser Pampers Bomber ist fertig. Hinten war eine Feder gebrochen, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Hinten war eine Feder gebrochen, vorne links die Bremse Schrott. Da haben wir gleich vorne komplett machen lassen. Ja, ist wie es ist. Ein teurer Spaß, aber dafür ist der Pampers Bomber jetzt wieder frisch. Alles top, neuer TÜV, alles schön. Schwacher Trost bei dem Preis, aber es ist wie es ist. So, und das Schiff, Leute, das Schiff wie Atze. Und der Witz an der Geschichte ist, dass da gestern für heute 2 Liter standen. Im Regenmesser sind 15 aktuell. Junge, Junge, Junge. Also das ist schon krass. Wenn wir die nächste Runde Pflanzenschutz fahren, wird schmieren. Ziemlich sicher. Es wird schmieren. Teilweise steht Wasser in den Rhein. Teilweise. Nicht überall, aber krass. Wer hätte das gedacht? Unfassbar. Dieses Video ist höchstwahrscheinlich nicht am Sonntag erschienen. Wird nicht am Sonntag erschienen sein, weil ich weder heute noch morgen Zeit habe zum Schneiden. Höchstwahrscheinlich. Wenn nicht, dann habe ich das eigentlich zwischengequetscht, aber ich schätze, ich fürchte, das wird nichts, wir werden sehen. So, jetzt geht's nach Hause. Ich habe unser Stromaggregat vermietet für einen Tag morgen. Und das müssen wir noch mal eben kurz durchgucken, ob es läuft. Rausgeholt hat Jens das, glaube ich, schon. Ja. Und ein bisschen Bürokram ist auch noch auf dem Schirm. Das weiß ich auch noch nicht, ob ich das heute noch schaffe. Mal schauen, wir lassen es überraschen. Oh, hier ist der TÜV-Zugang. Bis gleich oder später oder keine Ahnung. Was machen wir hier? Ja, Prost. Schöne Grüße an Feldjan Hofcafé und vor allem auch an Nachbarn. Ne? Ja, danke fürs Bier, hat gut geschmeckt. Ja, sehr geil. Bis dann. Moin. Montag, 3. Juni. Es ist gerade mal nur bewölkt, ohne Regen. Erstaunlich, wie sich das alles immer so schnell drehen kann. Ne? Wir sind gestern aus unserem Ultrakurzurlaub zurückgekommen. Gestern Spätnachmittag dann noch eben bei der komm mal her, Kamelfarm zum Richtfest. Da waren wir eingeladen. Liebe Grüße nochmal. Vielen Dank, war sehr lecker. Das Brötchen und das Bier. Und heute geht es dann hier weiter. Ja, Baustelle, da hinten Baustelle. Der Tiefbauer wollte heute auch weitermachen. Ich meine, morgen soll Mineralgemisch kommen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, dann haben wir heute Vormittag noch ein paar Termine. Um 8:30 habe ich eine Besprechung. Und dann habe ich um 10 wollte nochmal das Veterinärium kommen, Lebensmittelkontrolle. Also das hatten wir letzte Woche unangekündigt. Da haben die Eisprojektion angeguckt. Das ist soweit alles durch. War soweit alles gut. Also den Brief haben wir noch nicht gekriegt. Der kommt irgendwann diese Woche. Ob er irgendwas hat, was geändert werden sollte. Aber so vom Grundsatz sagte er, war er sehr zufrieden mit uns, beziehungsweise mit der Produktion. Und heute kommt er nochmal, das ist dann mit Termin, weil er noch Proben holt. Eisproben, weil das muss er mit dem Labor absprechen, dass das dann bei denen auch in der richtigen Temperatur noch ankommt, ne? Dass das alles passt. Jo, das ist um 10, dann ist um 11 noch ein Termin. Außerhalb, da muss ich hinfahren. Dann ist der Vormittag schon wieder rum. Mal gucken, wie wir das alles voneinander kriegen, aber wird schon. Ne? Also bis später.
vor elf. Die ersten beiden, ich bin relativ gut in der Zeit, vielleicht schaffe ich sogar richtig pünktlich. Die ersten beiden Termine abgearbeitet, eben zuletzt hier gerade noch der Mitarbeiter vom Veterinäramt, Lebensmittelkontrolle, der hat jetzt die Eisproben mitgenommen, hatte sich noch unsere alten Laboranalysen angeguckt, die wir immer hatten machen lassen, also alles grün, und die brauchen allerdings länger, deutlich länger, also das Labor, wo es hingeht, deutlich länger als das Labor, das wir sonst immer bemühen, aber letztendlich ist auch Lachs. Wir wissen ja, dass alles gut ist. So, jetzt, wie gesagt, auf zum nächsten Termin. Jetzt. Heute Nachmittag wird es hoffentlich ein bisschen ruhiger. Dann kann ich euch mal den Stand der Baustelle der Zuwegung zeigen. Wäre mal nett, ne? Also, bis später. Oh Mann. Entschuldigung. Das war eben lustig. Also aus dem ersten Termin war ich gerade zurück und ist mir aufgefallen, dass ich was vergessen hatte. Deshalb musste ich jetzt noch mal eben nach Schesel. Und ich war hier in der Volksbank-Filiale, habe noch irgendwas abgegeben. Und da ist nämlich mein Lieblings-Barbershop, da wo ich immer hingehe. Und daneben hat er ein Restaurant eröffnet. Und die haben auch schon offen. Also ich wusste, dass sie das machen wollen. Da, Alouche Restaurant. Und wusste aber nicht, wann die aufmachen. Und dann kam ich da gerade vorbei. Und da war der Chef auch gerade da. Und sagte, ey, moin, willst du probieren? Ich sag, ja, warum nicht? Lecker Pizza. Richtig gut. Also, wie heißt das hier? Werbung wegen Markennennung oder sowas? Schmeckt wirklich gut. Da fahren wir auf jeden Fall mal hin. So, jetzt geht es aber endlich wieder nach Hause. Und jetzt habe ich für heute zumindest die Termine alle abgearbeitet. Das ist schon mal viel wert. Aber wir haben es jetzt auch schon. Zeig mir die Uhrzeit nicht. Viertel nach zwölf. Ja, da denkst du, du hast die Termine abgearbeitet. Da kommt schon der nächste rein. 10 vor 2 nachmittags. Also 13.49 Uhr. Ich muss nochmal eben zum Architekten gucken, ob die, und ich habe nämlich hier Unterlagen und da weiß ich nicht, ob er die auch bekommen hat oder nur ich. Das muss geklärt werden und da muss noch was unterschrieben werden. Oh. Da kannst du eigentlich nur graue Haare beikriegen, wenn du was bauen willst. Echt. Bürokratieabbau, davon habe ich noch nicht so viel mitgekriegt. Ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Die zwei kleinen Schweinchen. Der böse Wolf war da, hat gepustet. Verdammt, ja. Da ist nicht mehr viel mit los. Dach runter, abreißen, Abrissparty. Sie kriegen was Neues, da habe ich mir schon was überlegt. Mal gucken. Da ist nichts mehr mit los. Seid ihr da? Ja, ne? So, bevor jetzt wieder irgendein Termin dazwischen kommt, jetzt haben wir schon 15.17 Uhr.
Der Mitsubishi-Stapler ist übrigens verkauft, also ihr braucht nicht mehr schreiben oder so. Danke. Update, Baustelle, Zuwegung. Das werden hier sogar ganze, das Stück hier, drei Bauabschnitte. Der erste ist der größte, das ist dieser, wo es jetzt aufgerissen ist. Also, nein, ich fange hinten an. Der zweite Bauabschnitt ist dann bis zu dem Weg dahinter, weil da parken meine Eltern, damit die da langfahren können. Und danach das kleine Stück, das restliche Stück bis zur Straße. Und dann dementsprechend die Seiten ein bisschen weiter ausgearbeitet, dass man da mit dem LKW rumkommt. So, hier ist alles ausgekoffert, das ist soweit alles fertig. Die haben die, hier ist noch ein Leerrohr, weil wir müssen, wollen gerne an der Flucht, an der Giebelseite von dem alten Boxenlaufstall einmal Leerrohr haben, dass wir hier Strom rüberkriegen, falls da mal ein Tor hinkommt. Also wenn man schon mal dabei ist und das alles offen hat, dann bietet sich das an, ne? Da gleich im Leerrohr mit reinzuschmeißen, das ist das. Dann hat das alles ein bisschen länger gedauert, weil die Entwässerung auch noch richtig wieder musste. Das sollte alles neu. Das Fallrohr da, nicht das Fallrohr, sondern der Ablauf, wo das Fallrohr reingeht, das ist nicht mehr freizukriegen. Und bevor wir jetzt den Beton, der ja noch nicht so alt ist, da wegstemmen, um da zu gucken, was da ist, wird das neu angeschlossen. So, deshalb ist da ein Anschluss. Da ist neuer Anschluss für die Rinne. Die Rinne, sie soll da auch nochmal neu. Aber eins am anderen, kommt Zeit, kommt Rad. So, und dann haben wir hier einen neuen Gulli, den er hier hingesetzt hat. Und dann kommt ganz am Ende auch noch ein Gulli hin, damit das nachher nicht heißt, wir würden das Wasser auf die Straße laufen lassen. Das tun wir nicht. Das geht alles ordnungsgemäß in den Regenwasserschacht und von da aus dann in das neue Regenrückhaltebecken. Jo, also das war vorher auch schon so, aber eben anders, ne? Und jetzt neu. Hier von dem Beton wird noch ein kleines Stück weggeschnitten, weil das sonst mit dem Gefälle nicht passt, weil das von der Betonplatte natürlich nicht auf den Weg laufen soll, sondern in die Richtung. Das hat auch Gefälle dahin. Und das hier muss Gefälle dahin haben und damit da nicht so ein großer Huckel entsteht, müssen wir das ein bisschen entschärfen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das passt alles. In dem Zuge wird auch von der Mistplatte, nee, das habe ich schon erzählt, dass da ein neuer Gulli noch hinkommt. Ja, dann haben wir das eigentlich soweit, glaube ich, ganz schlau gelöst. Tiefbauer hatte gute Ideen und setzt die jetzt halt dementsprechend um. So, dann hatte ich auch gesagt, dass dieser Schacht umgebaut wird, weil der jetzt ja nur noch von den paar Quadratmeter Mistplatte später das Wasser rein soll und nicht mehr von der ganzen Siloplatte, die ja gar nicht mehr als Siloplatte genutzt wird. Da ist der alte Deckel, der ist jetzt, den haben sie heute Morgen runtergenommen. Deshalb ist der Güllewagen auch noch da. Ich musste, das hat ja wieder geregnet und da ist ja wieder was von der Platte, das Regenwasser reingelaufen, musste ich nochmal absaugen. Haben wir da rausgesaugt, da hinten in die Güllegrube reingepumpt. Das ist der alte Deckel, der kann jetzt weg. Und jetzt muss ich euch mal eben von den Kindern weghalten. Wir haben Besuch. Und hier ist der neue Deckel für den Schacht. Ja. So, und da liegt jetzt mal eben zur Sicherheit, weil es besser ist. Legen wir auch mal bitte hier einen Deckel drauf. Aber die Kinder wissen auch, dass auf der Baustelle nichts zu suchen haben. Also passt das alles. So, dann, wenn das hier fertig ist, wird hier die Rinne noch weggesprengt, weil die brauchen wir ja auch nicht mehr. Dass wir hier ohne Huckel fahren können. Und dann soll meines Wissens eigentlich morgen schon Mineral eingebaut werden, aber sieht mir jetzt gerade noch nicht so aus, weil das muss ja auch noch alles weg. Und jetzt ist es schon 15:20. Wir lassen uns mal überraschen.
Die hatten wir auch schon mal irgendwo ausgebaut. Kann man doch mal brauchen, ne? Jetzt kommt die erstmal in den Schweinestall. Da wollte ich die vier Ecken und dann in der Mitte noch. Nein, noch eine mehr. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ja, die kommen da jetzt erstmal rein. Klopfholzarbeit zum Reinprügeln. Und dann einmal eine Seite, die lang, die ist dann 2 Meter hoch und da dann als 30 ungefähr. Die andere Seite wird ein Pultdach. Und dann Latten rauf und die alten Dachpfannen, die wir hier noch aus dem Schweinestall rausgeholt haben. Ja, passt ja sogar, ne? Geht wieder zum Schweinestall zurück. Sind zwar nur kleine Schweine und die kann man nicht essen, aber muss man auch nicht. Hier. Dienstag, 4. Juni, oder? Jo, Stein-LKW. Der kennt das hier nicht, der hat sich nicht getraut raufzufahren. Ich sag, hinten ist Platz zum Drehen. Na, mal gucken. Ach, hier ist ja Platz, sagt er. Ja, hier ist Platz. Es ist wie bei allen Bauern. Zufahrt ist scheiße und hinten ist Platz. Deshalb machen wir ja die neue Zufahrt. Dafür sind die Steine. Gut, ja, nee, aber er hat ja recht. Das ist so. Aber das ist ja in Kürze vorbei. Gott sei Dank. So, jetzt Tass Kaff und dann geht es los. Ja, soweit bin ich jetzt erstmal. Ich werde noch Dachlatten rauf. Und dann ist Licht fest. Wird wohl für die Schweine reichen, denke ich mal. Dachpfannen noch rauf, wie gesagt. Und dann von außen noch mit Holz verkleiden. Also, Chef hat hier eine Saubude gebaut. Eine Saubude. Und jetzt hat er sogar hier Richtbrennnesseln rangenagelt, rangeschraubt. Also muss ich jetzt auch einen Richtspruch sagen. Ja. Ja, hier steht der Bau in seiner Pracht. Was habe ich mir da nur gedacht? Ja. Mal gucken, was der Bauherr sagt. Hier, frag sie mal. Ja, ja. Sie auch nicht, nee. Ja, nun steht er hier, ich weiß genau, interessiert zwar keine Sau.
Stimmt. Ja, okay. Dann, naja, aber mich interessiert es, weil es ziemlich geil. So, und dann machst du jetzt hier die Pfanne vom Schweinestall. Ach, guck mal. Ja. Von Schweinestall zu Schweinestall. Ja. Ja, ist doch geil. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Ja. Ziemlich coole Hütte. Ja, und für den Winter bleibt der IBC da drin. Dann haben sie schön Windschutz und mollig warm mit Stroh. Ja. Dann passt das. Judy, so, ich kümmere mich mal ums Mittagessen. Ne? Ja, mach das. Bis später. Ja, so, Ina hat Termin. Das heißt, ich muss jetzt mal eben Mittag machen. Ich mache ein Drei-Gänge-Menü. Es gibt dreimal hintereinander Spiralnudeln. Da sind die Pfannen, die ich jetzt drauflegen möchte. Also dreimal hintereinander Spiralnudeln, dann muss ich die Kinder holen aus dem Kindergarten. Die anderen kommen aus der Schule. Dann haben wir auch noch zwei Besuchskinder heute zum Mittag da. Aber ich denke mal, Nudeln sollte passen für die Kids, ne? Jo, also später. Hoppala. Ja, so hatten wir uns das vorgestellt. So hatten wir uns das vorgestellt, ne? So, der Zimmermann ist mittlerweile weg und der Dachdecker ist gekommen. Ja, piekfeine Sache. Und wie das hier passt, du? Sag mal. Junge. Ja, halbe Pfanne hier, ne? Halbe Pfanne. Drei Pfannen brauche ich noch. Drei? Ja. Scheiße. Und die eine halbe bitte noch. Dafür gemacht. Tada! So, der Dachdecker ist durch. Dann kann auch der Tischler kommen. Dann kann der Zimmermann wiederkommen. Ne? Der Zimmermann kommt dann wieder. Der Zimmermann muss wiederkommen. Ich weiß auch, wo steckt der denn? Ja, ich verstehe das auch nicht. Ja, mal gucken. Ich suche den gleich mal. Kaffee ist aus. Mittwoch, 5. Juni. Mittwoch, 5. Juni. Was? Frisches Kaffee ist aus, ja. Arbeit fängt an, Vlog geht zu Ende. Ja. So machen wir das, ja. Ne? Also. Wirsing! Da hat er nicht mitgerechnet. Da hat er jetzt Wirsing! Wirsing! hier Abo, Glocke und alles, ne? Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ach, eins wollte ich noch sagen. Aufgrund des Materialmangels wird es kommenden Sonntag kein Video geben. Das wird wahrscheinlich wieder Donnerstag. Also jetzt heute, wo ihr dieses gerade zu Ende geguckt habt, ist ja Donnerstag. Ja. Ich denke, das wird wahrscheinlich wieder Donnerstag. Mal gucken. Es sei denn, es kommt irgendwas total Krasses dazwischen, dann wird es wieder Sonntag. Ich weiß es nicht. Im Moment ein bisschen unregelmäßig, weil halt auch keine Feldarbeit ist, ne? Ja, fehlt die Action so ein bisschen, ne? Genau. Also machen wir das so, immer wenn was fertig ist und das Material reicht, gibt es ein Video. Das ist die beste Idee. Ja. Alles klar. Dankeschön. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Jetzt aber. Ja. Wir singen! Jetzt hat's geklappt. Ja. Sehr schön. Sagst du auch noch Tschüss? Ich kann dich nicht hören. Tschüss. Geht doch.